Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Oh, willst du mein Freund sein? Ja, bitte. So, heute ist ein bisschen was geplant. Was haben wir denn geplant, Jasmin? Was denn? Ja, keine Ahnung. Du hast doch gerade... Nee, eigentlich, ich suche ja immer noch meinen Motor und ich habe noch einen Tag Zeit bis Blutmond. Ich habe nur noch 10%, dann bin ich komplett infiziert. Das packe ich mal zu den Mods. Ich kann mal Bäume hacken. Oh, ich mache hier schon wieder Mischkisten, weil ich nicht weiß, wo ich das einordnen soll. Wieso ist der da drinne? Du gehst Bäume hacken? Ja, erstmal trinke ich noch was. Also nimm mit Trinken mit. Was würde ich denn machen? Ach, hier. Ach, hier? Hier? So, den Hämischen, das können wir eigentlich, können wir den zerlegen. Was kriegen wir denn dafür? Habe ich schon was dafür gekriegt? Oh, meine Axt ist schon wieder bald Schrott. Warum? Ne, kriege ich nur Eisen für. Das ist aber mickrig. Wir haben gar keine Pfeile mehr, ne? So normale Pfeile. Die normale? Ne, Steinpfeile. Ja. Aber die kannst du ja schnell machen. Ja. Jo, hier kommt einmal das Eisen rein. Aber du hast auch nicht rausgekriegt, warum ich letztes Mal den Baum durchsuchen konnte? Irgendwie. Nee. Stand ja irgendwie, dass ich diesen Baum durchsuchen kann mit E. Der war aber leer. Oder ob man da Honig denn raussuchen kann? Meinst du, dass es nur bei den Bäumen, die Honig anbieten? Ja, weiß ich nicht, weil es war ja komisch, weil ich hatte das noch nie. Dass ich da irgendwie die Fichte oder so, glaube ich, stand, da durchsuchen kann. Das kann ich dir so nicht sagen. Also es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, ne? Oh. Ah! Ah! Jasmin! Was? Jasmin! Was denn? Ich habe vergessen, meinen Schraubenschlüssel zu reparieren. Hm. Aber ausgerechnet den brauche ich doch. Ja? Ja. Müssen bald mal wieder Reparaturkits machen, wa? Wie machen wir die? Können wir die selber machen, oder? Ja, die können wir selber herstellen. Vorzugsweise, wenn wir die so herstellen, dass wir da 150 Stück oder so machen. Mhm. Damit wir erstmal Ruhe haben. Ich müsste erstmal wissen, wie das geht. Klebeband. Ja, da geht's ja schon los. Eisen. Ein Eisenbarren und ein Klebeband, glaube ich. Hallo, Ma'am! Ihr Sparta! Schon ein Zombie bei dir, oder was? Nein. Hm. Ist nichts passiert hier hinten. Alles wie immer, ganz normal. Ach, ich muss ja da hin. Stimmt, das war auch gar nicht so weit weg, ne? Da war doch das Haus mit dem, wo ich sage, da ist bestimmt geiler Loot. Es war schon ein bisschen spät, um jetzt nur so eine Radtour zu machen, aber... Kommst du ja immer auf die geilsten Ideen zum Abend. Ja, es ist kurz vor Blutmond, ne? Man könnte jetzt entweder die Zeit sinnvoll nutzen und sich auf den Blutmond noch ein bisschen vorbereiten. Vor allem, wir bauen voll wenig, finde ich. Wir müssten eigentlich viel mehr bauen. Aber ich bin auch irgendwie so unkreativ, wie wir die Basis abändern. Hm. Und eigentlich müssten wir zum Bauen vorher groß farmen gehen, damit wir nicht immer anfangen, stoppen. Oder stoppen und anfangen. Ne? Mhm. Oder nur halb anfangen und dreiviertel stoppen. Mhm. Dann wären wir nämlich schon minus ein Viertel anfangen wieder. Besser. Ja. Ich kann gleich nicht mehr hacken, mein Ding ist gleich kaputt. Brauchst du auch ein Reparaturkit? Jo. Hm. Und zwar
ein grünes. Ich dachte jetzt schon, aber noch nicht. Ach so. Hey, gerade nicht ein Zombie? Ich habe hier immer noch Durst, aber ich kann jetzt nicht trinken. Wo denn? So. Wo denn? Nein! Wo ist sie? Das ist die Schreierin, Babe! Babe, sehe ich aus wie ein Schwein? Ja, also, Schweinchen. Naja. Oh nein! Sie hat geschrien. Ja. Und ich finde sie nicht. Das ist aber schlecht, weil solange wie sie lebt, schreit sie immer wieder. Ja, ach da! Kopfschuss. So, ich bin wieder am Ort des Geschehens. Welche war denn die wunderschöne Bude? Die gelbe hier, ne? Oh, oh, die hat bestimmt... Oh, da kommt schon der eine. Oh nein, die kommt schon. Mist. Du machst das schon. Ich wollte gerade das andere Wort sagen. Scheibenkleister? Ja. Oder Kruzifix nochmal. Eins von diesen Wörtern auf jeden Fall, ne? Ja. Ah, jetzt kommen sie auch. Nö, ey. Ich habe das Gefühl, mein Spiel ist voll laut. So, hier war ich ja schon durch. Oh, Kacke. Ich bin hier fast in so ein Loch gebackt, also unter die Map. Habe ich denn mal einen Bogen? Ding. Voll ins Knie geschossen. So ist das ein geiles Ding. Okay, ich schleiche mich über den Keller rein. Ich würde sagen, ich säuber erst das Gebiet. Und dann baue ich ab. Oh, danke schön. Naja. Hast es ihr gegeben, ja? Nee, sie ist ja schon tot, aber sie hat schon geschrien. Das war der Fehler. Ach so, das waren jetzt die Dudes. Ja, die Dudes. Vor allem hier ist auch noch so ein geiler Tunnel. Das kann ich. Oh Gott, ich bin gleich tot. Also eigentlich absolut nicht, aber... Habe ich ihn eingesperrt? So. Aber wie konnte der mich hören? Ich bin doch geschlichen. Ich dachte, ich bin absolut Splinter Cell-mäßig unterwegs, wenn ich schleiche. Oh, hier ist sogar ein Billardtisch. Hä? Oh. Ach, da kommt noch einer. Hä? Oh, danke jetzt schön. War's das. Ja, bitte. Hab's hingekriegt. Hä? Geil gemacht. Was ist denn da? Wäre da noch einer gewesen? Nix hinterm Spiegel. Pfeile. Hier ist ein Terrarium. Mega geil. Ist aber nichts drin. Reit die hier erstmal rum. Roter Tee. Hier ist ein Safe. Aber ich hab. Safe? Ja, aber ich hab keinen Dietrich mal wieder. Waffenschrank verschlossen. Was machst du denn an Damage? So, wie war das jetzt nochmal? 125. Ja, nice. Was machst du denn eigentlich an Damage? Ich? Nö. Warte. Der ist immer noch am effektivsten, der Hammer, ne? Ich hau mir mal einen Ausdauer-Kaffee rein. Es wird wieder 3 Stunden dauern, bis ich diesen verdammten Safe aufhab, weil ich wieder keinen Dietrich besitze. Und dann wird sich das wieder nicht lohnen, dann sind da 2 Blatt Papier drin.
Ja, und was machst du jetzt Feines, jetzt wo deine Axt Eisen kaputt ist? Eisen und sowas alles. Ah, farmst gleich weiter, ja? Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Toll, jetzt muss ich wieder komplett von vorne anfangen zu denken. Ja, richtig. Jetzt habt ihr einen Drachen. So, das da. Das da muss da rein. Da. So. Mich wundert das, ich mache ja voll Krach, wenn ich mit so einem Hammer, weißt du, auf den Safe hole. Ich schleiche in das Haus, der blöde Hund hört mich, der Zombie hört mich. Aber wenn ich mit so einem Vorschlaghammer, der brennt, auf so einen Safe prügel, das kriege ich keine Sau mit. Hm. Ja. Ich habe es fast geschafft. Hm. Ich hoffe, es war die Mühe wert. Ja. So. Und wunderbar. Der Safe ist offen. Nimm mal den ganzen Kleber jetzt, ne? Hier ist ein richtig krasser Stufe 1 Holzbogen drin. Aber das ist ein Recurve-Bogen. Das sieht geil aus. Hört. Hm. Kunststoffsehne. Eisenbrechermod haben wir eigentlich schon, aber. Nachtbürscher. Diebesadrenalin. Nachts, wenn das Adrenalin durch deine Adern rauscht, fühlst du nie das Gewicht deiner Beute. Nachts nie überlastet. Geil. Das trifft sich ja jetzt gut. Hm. Welch ein Zufall. Und das, wo ich rein zufällig hier gegen Abend looten gehe. Mhm. Achso, kann ich hier noch was verändern? Pass mal auf. Geil. Was macht denn die überhaupt? Naja. Jasmin? Ja. Ich fürchte, ich bin hier nicht alleine. Nein. Da brichst du einmal abends in der Bude ein. Sind die Besitzer noch da? Wenn du ein Einbrecher wärst, ne? Mhm. Was wäre dein Markenzeichen? Ich ein Einbrecher wäre, was mit Marken. Was weiß ich denn? Ja, so wie Kevin allein zu Hause zum Beispiel, ne? Die feuchten Banditen. Hm. Ja, was wäre dein Markenzeichen? Keine Ahnung. Ich hätte keinen. Ich glaube, ich würde kacken ich gehen und sie spülen. Weil, wenn die denn nach Hause kommen, würde der Mann Ärger kriegen. Also wärst du der Scheißer. Ich wär der Scheißer. Hm. Die Frau bei der Polizei. Bei uns wurde eingebrochen. Die haben hier alles geklaut. Und mein Mann hat nicht gespült nach dem Kacken. Mhm. Alles ist voll geschissen. Oh, wie bei dem Film hier, Dumm und Dümmer. Mit dem Badezimmer. Kennst du die Folge? Den Film? Mit Jim Carrey und hier den anderen Lustigen da. So, ein paar Reparaturen gerade. Alter. Aber geil. 16 Schrot, Jasmin. 16 Schrot. Hm. Ich soll da rausgehen, sagt er. Eigentlich voll dumm, dass ich hier die ganzen Bilder mit dem Bogen kaputt schieße, um zu gucken, ob dahinter ein Fach ist. Ich pirsch mich weiter durch die Wohnung. Wo waren jetzt nochmal die Knochen? Ich glaube im Körper, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Nee. Verdammt. Wieder falsch für mich.
Schande. Oh, pack ein bisschen Kleber herstellen, damit wir hier alles so schnüffeln bisschen können. Ja, ich habe kein dreckiges Wasser. Ich gehe davon aus, wenn ich hier rausgehe und über das kleine Vordach steige, dass ich den Stacheldraht umlaufe und dass der ganze... Obwohl, die kann ich auch lesen, oder? Brauchst du das Rezept gekochtes Fleisch oder kannst du das schon? Weiß ich nicht, ich koche ja hier immer. Ich weiß nicht. Kannst du das einmal bei dir in deine Warcraft-Taskleiste da einfügen, um zu gucken? Guck ich das? Tabulator-Taste. Wie heißt das? Was war das? Gekochtes Fleisch. Wie sehe ich das, dass ich das habe? Ein Sternchen oder was? Ist dahinter ein Schloss? Nee. Kann das doch machen. Ja. Achso, da, ja, das ist offen. Gut. Freigeschaltet. Weil dann kann ich nämlich das lernen. 5 Sterne Koch. Kannst du das doch, oder nicht? Ja, aber es gibt ja XP, ne? Ja, nö, ich hab schon wieder einen Punkt. Hä? Wo? Wozu geblitzt, Jasmin? Mhm. Und das für eine Frechheit. So. Geil, 3 Blei. Hier gibt's auch einen Dachboden, Jasmin. Und die Lampe sagt, ich soll da hingehen. Oh Gott. Da hatte ich aber ein leichtes Kribbeln im Bauch. Ich bin durch den Fußboden gefallen. Eine Etage nach unten. Okay, nochmal von vorn. Soll ich nochmal ein paar Munition herstellen? Haben wir denn alles dafür? Ja, 227 Hülsen und 516 Schießpulver. 227? Ja, dann mach doch 227. Willst du 7, 6, 2er machen oder was willst du machen? Nee, 9 mm. Oder nicht? Ja, mir ist egal. Können wir auch 9 mm machen? Achso. Verdammt! Geschossspitze brauche ich noch. Ja, gut, der hat ja nur 2500, der Safe. Ist doch kein Problem für mich und meinen Hammer. Mit dem Dietrich wäre der bestimmt schon auf. Ist nur ein Problem für mich und meine Ausdauer. Geil, 1000 Schaden habe ich schon. Was warst denn gerade, Jasmin? Hä? Hab ich doch gerade gesagt. Aber bist du immer noch bei den Patronenhülsen? Habe ich doch eben erst angefangen. Ist so. Und dann habe ich Klebeband und Reparaturkits und so gemacht. Ich wusste nicht, dass du gerade erst angefangen hast und immer noch dabei bist. Reparaturkits? Ja, das war jetzt 37. Oh. Ja, ich muss jetzt Kleber herstellen, aber ich habe kein dreckiges Wasser. Geh doch zum Fluss. Wir haben noch leere Gläser. Leere Gläser sind noch beim Trinken drin. Nein, sind nicht mehr. Doch. Ich habe schon alle aufgefüllt. Ach, da. Jasmin, bitte. Wenn ich es doch sage. Gebe uns da in den Dings. Oh. In der Garage? Ja, da wo das Wasser drin ist. Pflasterstein. Können wir mal wieder auffüllen. Puh, oh Gottes Willen.
Ich habe, glaube ich, gerade dezente Mimiken vergeben, dass ich mich erschrocken habe. Oh, du kleiner armer Bordi. Ich glaube, das gucke ich mir später nochmal an, wie ich mich erschrocken habe. Ob man meine dezenten Gesichtszüge sieht. Ob die auffallen. Auch nichts hinter. Stimmt. Oh, ein Strahlemann. Ey, Jasmin. Das glaubst du mir nicht. Ich habe hier eine Mopower Electronics versiegelte Versandkiste. Ein Big Bag Pflasterstein. Ein Haufen Munition, klein. Ein Lederkofferraum, ist eigentlich ein Koffer. Nahrungsstapel, Mittel. Noch eine Waffentasche. Shotgun missiert, versiegelte Versandkiste. Und Arbeiter, versiegelte Versandkiste. Ist das geil? Ich fange erstmal mit Mopower Electronics an. Ein Bauplan für einen Bewegungssensor. Praktisch, jetzt wo ich erst einen gefunden habe. So, dann gehe ich weiter zu dem Pflasterstein. 22, 35 Stück. 10 9mm Patronen. 27 9mm Patronen. Angepasste Fittings-Mod. Der glückliche Sammler Band 3. Angepasste Fittings-Mod. Was macht die? Verringert die Mali auf Bewegung und Ausdauer durch die Rüstung erheblich. Ergonomischer Griff-Mod. Vermindert den Nahkampf-Ausdauerverbrauch um 10% und erhöht die Waffenhandhabung von Bögen um 10%. Oh. Hä? Ich bin voll. Ja, schön wär's, ne? Schon wieder. So, und dann... Kann ich das verändern und nein. Den da reinschmeiße? Einfach nur nein. Oh, das kann ich auch da reinschmeiße. Oh, sorry. Geil. Jaje. Und ich habe hier meinen Kackehaufen gesetzt. Verdammt, ich habe was aufgesammelt von meiner Kacke. So, da war ich schon dran. Jetzt kommt der Shotgun-Messier. Handhabung. Automatische Waffen, Band 3. Wartung. Lerne deine automatischen Waffen richtig zu warten, damit sie dir nicht in den Händen zerfallen. Automatische Waffen nutzen sich 20% langsamer ab. Ich werde das lernen. Und 26 Geschossspitzen. Geschoss. Mit 3 S. Geschossspitzen. Und 3 Dietriche. Toll, die kommen ja günstig gelegen. Ja? Oh. Ja, wunderbar. Das ist ja herrlich. Die will ich einmal packen. Was war das? Bup. Ja, dann bin ich hier eigentlich durch, ne? Ich klaue noch den Kühlschrank. Haben Einbrecher ja so an sich, ne? Dass sie den Kühlschrank klauen? Ja, Kühlschränke klauen. Aha. Noch nie gehört? Nee. Ich pack mal hier meine Bombe hin. Genau da. Bombe? Wo? Hier im Rasen. Okay. Weil ich weiß nicht, was die für ein Damage macht, wenn das so dicht eine Basis ist. Ja, wäre. Ich hab die weiter weggepackt. Wie bin ich hier reingekommen? Durch den Keller? Wo ist denn der Weg nach unten? Aha. Mir war doch so, dass das komisch aussieht. Acht Schrotflinten Munition, Jasmin!
Jetzt haben wir fast 309 mm Patronen, also geil. Munition. Patronen. Munition. Mal, kann ich da doch noch mal gucken, aber da war nichts. Kriege ich aus den Dingern vielleicht einen Motor? Aber glaube ich nicht, ne? Mechanische Teile, elektrische Teile, Rohre, Ausdauer fehlt und Rohr. Ich muss mal kurz die Nieren. Mach mal. Soll ich das Hundefutter, kann ich das essen oder willst du es haben? Ist doch, wenn du das brauchst. Oder willst du das unbedingt essen? Ich kann auch Birnen essen. Nee. Na, ich esse mal die Birnen. 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 So, Lehmblei, 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 Blei, 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 Blei. Blei, 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 Blei. Versuchst du dir gerade was zu merken? Ja. Ja, hier war jetzt nicht mein erhoffter Motor. Was tut man nicht alles dafür, dass man Motorrad fahren kann? Ja. Meinst du, hier gibt's Kutten? Wäre voll geil. Ich mach meine eigene Motorradgang auf. Ich weiß nicht. Ich war ein bisschen arschlos, weil ich bin ja allein, aber also wir. Aha. Ah, nee, nee, nee. Der verfluchte Händler, der kann den Schutzgeld zahlen. Du wolltest doch los. Ich wollte hier erstmal ein bisschen uns auf morgen vorbereiten. Hä? Wo bist du denn jetzt beim Thema? Achso, ich dachte, du meinst, weil du allein unterwegs bist, oder was meintest du? Nein, nein, wir sind ja die letzten Überlebenden. Aber dann ist mir eingefallen, der Händler ja auch. Und dann kann der bei uns Schutzgeld bezahlen. Geschäftsglas. Ich mach mal ein bisschen Container, ne? Ein falscher Fußboden oder eine Falle, die sich auflösen, falls man drauf tritt. So. Was hältst du von Containern? Na, hier beim Supermarkt in Container steigen und die guten Lebensmittel noch rauspicken. Ja, warum nicht? Finde ich auch richtig. Ja. Ich finde, das sollte erlaubt werden. Ich glaube, das war auch schon im Gespräch, dass das nicht mehr verboten sein soll. Also, in den Mülltonnen. Ja, es sollte mal, es war mal Thematik, weil es besser ist, als dass die Lebensmittel weggeschmissen werden und ich bin damit auch konform. Ich will nicht wissen, was jetzt die letzten Wochen, Monate alles weggeschmissen wurde. Das ist ja so enorm teuer, dass wenn die es runtersetzen, es ja trotzdem nicht mehr immer alle kaufen. So, und dann bleiben die auf der Scheiße sitzen. Jasmin. Und ja, ist doch so. Und dann müssen sie alles wegschmeißen. Kriegen die nicht verkauft. Du meinst auf den einst preiswerten Lebensmitteln. Nee, auf der Kacke halt. Jasmin. Ja, ist doch so. Du schockierst mich. Mhm. Mich und meine Artgenossen. Wenn du Paprika für fast 5 Euro bezahlen sollst, das schreckt die schon mal ab. So, und wenn das die ganze Woche über ist, irgendwann guckst du nicht mehr, wo ist das denn so ein Gebot, weil irgendwann ist es dir scheißegal, ob du eine Paprika jetzt isst oder nicht. So, und wenn die runtergesetzt für 3 Euro, ist die immer noch teuer. So, und was machen die dann? Kilo Gurken 6 Euro. Ja, wegschmeißen. Au, er hat mich gehauen, Jasmin, und ich hab Durst. Und die sind schnell. Schnell. Ja, ist doch 22 Uhr jetzt. Ja, ich hab keine Ausdauer. Verdammte Infektion. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach, komm schon. Hä? Ich bin absoluter Schlagmann. Komm, ich lass dich rein, dann haben wir es gleich hinter uns. Komm. So, bitteschön. Das wäre erledigt. Ja, Lebensmittel sind schon ein bisschen teuer geworden, ne? Bisschen.
Dezent, jo, 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 jo. Alles, du kannst ja nicht mal irgendwie umswitchen und sagen, du holst sie stattdessen das, weil alles einfach scheiße teuer geworden ist. Wenn ja, für den Otto-Normalverbraucher ist es halt teuer, ne? Ich guck da nicht so aufs Geld. Ach du Schlaberkopf. Wenn du dir zum Beispiel gefrorene Hähnchenkeulen holst... Hör auf zu heulen, hätte ich das Thema mal nicht angeschnitten hier. Hä? Ich wollte ja nur sagen, wenn du... Sonst konntest du umschweifen auf irgendwas Gefrorenes. Nee. Aber selbst die gefrorenen Sachen sind ja schon teuer. Finde ich eigentlich nicht. Gefrorene Erdbeeren sind tatsächlich noch günstig. An Fleisch, Junge. Fleisch ist ja generell teuer. Er holt sich schon gefrorene Erdbeeren, das ist nicht lebensnotwendig. Ich? Ja. Wow. Weil vegan sein voll okay ist, Jasmin. Du musst dich nicht immer über mich lustig machen. Ne? Ich glaube, ich wurde gerade gemutet. Nee. Ich habe gerade was überlegt. Okay. Wenn ich den Bus vielleicht ab... Meinst du, ich kriege aus dem Bus einen Motor? Einfach gucken. Aber der ist lootbar. Andererseits... Ich kann auch schon gar nichts mehr zerlegen. Ich genehmige mir mal einen Bus. Oh, das wird eine Weile dauern. Der hat 2500 HP. Da ist ja wohl ein Motor drin. Nee. Das ist bestimmt wieder nur Gammelfleisch. Ja, bis jetzt Benzin, LED-Lichter, mechanische Teile, Eisen, Plastik und Lumpen. Und XP. Und ein Rohr. Boah, ach, mir fehlt Motor und Batterie fürs Auto. Ich muss hier Sachen wegschmeißen. So, erstmal den Motor, bevor der weg ist. Maismehl. Was ist das hier? Messingheizkörper. So. Ich hab einen Motor. Weiß ich, krieg noch einen? Ich weiß nicht. Soll ich mal gucken? Mach doch. Okay, ich guck die ganze Zeit. Geil. Sieht doch schlecht aus. Der Bus ist gleich nicht weg. Geil. Der Bus ist weg. Oh nein. Oh doch. Einmal noch. Oh nee, nochmal. Verdammt. Schraubenfeder. Da muss ich den Messingheizkörper zerlegen. Dann kann ich die nochmal mitnehmen und dann kann ich die auch zerlegen, Jasmin. Ja, einen Motor. Geil. Mhm. Hier ist noch ein Müllhaufen. Munition haben wir aber schon ordentlich jetzt. Ja, die Warteschlange ist voll. Verdammter Black Friday. Da waren Reifen drin und er ist runtergefallen und kaputt gegangen. Ne, da waren Reifen drauf. Oh, ich kann das Messing nicht einpacken, Jasmin. Hm. Geil, das wäre gelöst. Dann gehe ich jetzt nochmal gegenüber. Gucken hier, da oben ist Licht an. Das sieht gut aus. Nur mein Briefkasten. Da ist noch Post drin. Posttraumatische Ereignisse, die sich ereignen. Mich fleucht. Jemand möchte, dass ich hier reingehe. Aber ist das auch sicher? Ja. Sieht so aus. Ich hatte gerade eine Begegnung in der dritten Art. Habe ich zum Menschen? Jo, geil. Was ist denn mit in deinem Kopf?
Was ist jetzt hier los? Aha. Das kam weg. Stein, 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 Stein. Stein, 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 Eisen. Noch 5 Stück eingesteckt. Noch mehr Stein, Pflaster, Stein. Keine Ausdauer darf doch nicht sein, sein, sein. Oh Gott, das ist ja riesig hier. Was ein Erlebnis. Ich will auch einen Keller haben. Auch so einen großen. Ich will auch einen Keller haben. Auch so einen großen. Ja. Brickst. Achso, wie sieht's denn hier mit meinem Kleber aus? Auch mein Feuer ist ja aus. Na, Alpha-Bübsch. Na, Alpha-Bübsch? Was ist denn hier los? Es ist der Hund auf mich aufmerksam geworden. So, das haben wir. Okay, ich hab kein... Hä? Ich hab doch... Und? Das Wasser geholt. Hä? Wo macht denn der Hund was kaputt? Der geht richtig ab. Hä, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ja. Blau? Versuch das doch mal mit Eisen. Ein Wauzi. Scheiße. Aus. Aus, habe ich gesagt. Was soll ich mit Eisen passieren? Nee, versuchen. Probieren. Jetzt erstmal. Was denn? Oder geht das nicht? Was denn? Na, mit Eisen. Ja, was mit Eisen? Ja, wenn du das jetzt versuchen würdest. Hey, komm, ey, hol ich dir eine, ey. Hey, ich hatte doch 21 Wasser. Dann, oh, 98% infiziert. Ich bin gleich weg vom Fenster. Oha. Jetzt hätte ich gern so Windows-Error-Fehler-Meldung. Ganz viele Knochen. Und ich habe Durst. Ich könnte mal hier das trübe Wasser saufen, denn ich habe ja eine Mod. Dann habe ich da nämlich wieder Platz. Kühlbox, unberührt, Bier drinne und Chrysanthemen. Vielleicht wird es nächstes Mal besser. Bestimmt kriegst du Motoren nur aus motorisierten Sachen, so wie Autos, Bussen. LKWs, Sinn, Flugzeuge, Inliner. Hier ist schon wieder so ein Action Jackson, der hier die Tür kaputt haut. Ich hätte jetzt fast den Lootbag vergessen. Ach, das wäre aber ärgerlich gewesen. Knochen. Ist mir egal. Das ist ein Missionshaus hier. Dann wollen wir noch mal ein paar mechanische Teile und ein bisschen Elektrizität nehmen, damit wir ein bisschen Schickes bauen können für unsere Transformers-Gießen. Ich brauche einen Bumblebee, der die Zombies kaputt macht. No. Ja.
So, jetzt kommt noch der Pizza-Junge und Bob der... Oh Gott. Bob und seine Frau. Bob der Opa? Ja, und der Pizza-Boy hat sich im Schrank versteckt, der Feigling. Feigling. Also ich habe jetzt... Holz. 60 Reparaturkits. Okay. Gemacht und wir haben jetzt 3, 6, 9... Also über 1000 Munition, 9 mm. Über 1000? Kannst du das mal in Zahlen nennen? 6, ich kann es jetzt nicht so auf die Schnelle zusammenrechnen, Mann. Kannst du mir 1000 mal in Zahlen nennen? Nee, wir haben 988, die gehören da gar nicht zu. Also fast 1000. Okay. Und ich habe auch noch 86 bei mir, also. Mensch, Jasmin. Gut, ne? Was ja, sorry, zusammen? Ey, ich bin ein bisschen müde, ey. Ist ja furchtbar, warum? Ja, ich habe irgendwie nicht gut geschlafen. Mal wieder. Oha, 98, 8. Was passiert denn jetzt gleich mit mir? Das würde ich. Ich gehe mal lieber nach ganz oben. Ich würde das gern sehen, was mit dir passiert. Ja, du bist ja nicht hier. Nee. Ich sterbe bestimmt einfach nur. Wäre möglich, ne? Aber man muss ja auch sagen, du hast es verdient, ne? Hey. Nein. War doch nur ein Spaß. Spaß. Oh, hier sind so viele Zombies. Au! Steinpfeile noch. Also ich bin sehr gut gerüstet für meinen Blutmond. Wenn die da rauskommen. Du bleibst da drin oder ich hau dir eins hinter die Backen, du. Bang. Weißt du was? Hinter die Backen. Ich zeig dir mal, wie das geht. So, das hast du jetzt davon, dass du so aufmüpfig bist. Ich hab dir gesagt, du sollst in deinem Zimmer bleiben. Scheiß Kinder. Die hat Hausarrest gehabt, Jasmin. Und die wollten nicht hören. Ein kleiner Haufen Munition. 8 Pfeile. Geil. Meine komplette Lebenssituation hat sich gerade zum Guten gewendet. Vogelnest? Oh, 99.1. 99.1? Oh Gott! Seid ihr bescheuert? Ich kriege hier irgendwann noch ein Herz im Bad. Dann sterbe ich einfach mal. Oh, Level up. Schön für dich. Jasmin? Das interessiert gar keinen. Jasmin? 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 Hörst du mich? Nein. Ich muss dir was ganz Wichtiges sagen. Darf ich? Nein. Bitte. Es wäre mir sehr wichtig. Ich muss dir was erzählen. Jasmin. Was willst du? Level 42. Und? Kennst du Wayne? Nee, wer ist das? Ja, hier Bruce? Ja, wir waren gestern zusammen essen. Wayne Bruce? Ja. Bruce Wayne? Was? Ja. Ja. Ich kann die Magnum-Munition nicht mitnehmen. Jetzt schon. Oh, ich finde hier nur Sachen, die ich nicht mehr mitnehmen kann. Du musst Patronen. Patronenhülsen machen, wenn du wieder da bist. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das überwachen kann, weil bei mir ist jetzt ganz schlecht gewesen. Aber hier auch nicht. Wenn du das möchtest, kann ich das tun.
Skurril. Bei Kerzenschein. Skurril. Ich habe gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Ich komme von da, ich war schon da und jetzt bin ich hier. War ich hier schon in der Region hier? Hier ist auch nichts weiter. Das ist nur diese eine Straße mit Häusern. Machen. Hier war ich noch nicht, aber ich kann hier alles überblicken. 99, ja. 46, Jasmin. Oh, das ist praktisch. Aber für wen von beiden? So, gleich bin ich hin. 99,9. Oh oh. So, jetzt bin ich gleich mal gespannt. Ich sterbe bestimmt einfach nur. Ich kipp gleich einfach um. Ja, das kannst du haben. Ja, aber den Honig hätte ich letztes Mal nicht nehmen brauchen, weil das hätte gar nichts gebracht. Ja, hast du schön unsere Ressourcen verschwendet. Hä, ich hab den nicht genommen. Ich hab den nicht genommen. Mhm. Jetzt, 100% jetzt wieder auf, jetzt wieder einen auf und der jetzt? Schiene. Ist klar. Ich bin 100% infiziert. Ja, ich sterbe einfach nur. Schade, ich dachte, ich raste noch mal kurz aus oder so. Das ist traurig. Oh, jetzt bin ich hier eingeschlossen und muss warten, dass Bob mich befreit. Hilf mir, Bob! Hallo, Bob. Sag hallo, Bob. Hallo, Bob. Hallo, Bob. Hallo, Bob. Naja, so schlimm ist das ja jetzt hier nicht. Nee, Bob holt mich hier gleich raus. Ich bin gleich wieder ein freier Mensch. Meint bei mir. Ach so, ja, du. Ich helf Bob mal. So. Ja. Oh, wir haben uns gegenseitig gesmackt. Smackt. So. Er smackt ich nach bin fit Schweiß für den Blutmond. Und Gammel. Weiter. Ja, noch ein Tag. Weiter ne? geht's. Nur ein Tag bis Blutmond. Ja, ich bin hier schon fleißig am Vorbereiten. Ach so, Jasmin. 48 Minuten. Oh, schon? Nimm ich mal hier ein bisschen in Sicherheit. So. So, 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 so. Das war so, wieder eine weitere Runde. Sundays Today. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen die Zeit versüßen, ein bisschen aus dem Alltag entfliehen. Schaltet morgen wieder ein. Wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.